Damit begrüße ich Sie zum Hamburg-Journal. An einem Tag, an dem ein 17-jähriger Schüler durch eine unfassbar brutale Messerattacke eines Mitschülers sein Leben verloren hat. Viele Menschen in der Stadt sind tief bestürzt. Ja, und Mirko Streiber von der Hamburger Polizei ist jetzt hier bei uns im Studio. Schön, dass Sie da sind. Genau. Was wissen Sie inzwischen über den Hintergrund dieser? Sie haben schon viele Zeugen befragt. Was haben die beobachtet? Der Täter hat ein Küchenmesser gezogen und hat auf das Opfer eingestochen. Also offenbar kannten sich diese beiden Täter, beziehungsweise der Täter und das Opfer, diese beiden Jungen. Gab es denn vorher schon Hinweise auf einen schlimmen Streit? Der Täter ja eine ganze Weile noch neben dem sterbenden Opfer sitzen geblieben sein, ist nicht geflohen. Klingt erstmal ungewöhnlich. Worauf deutet das? Sie haben eben schon über die Mitschülerinnen und Mitschüler gesprochen. Wie werden die jetzt betreut nach so einer Tat? Nun waren Täter und Opfer beides unbegleitete Flüchtlinge aus Afghanistan. Müssten solche Jugendliche besser betreut werden? Und herzlichen Dank, Mirko Streiber, für diese ersten Informationen. Ich morgen mehr bei uns. Heute Morgen um 10 Uhr hat das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe eine Klage der Stadt Hamburg verhandelt. Persönlich vor Ort war Sozialsenator Detlef Scheele, denn Hamburg klagt gegen das Betreuungsgeld vom Bund mit der Begründung, das Gesetz sei verfassungswidrig und verstoße gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz. Pikant ist dabei allerdings, dass die Hamburger vor Gericht auf ihren ehemaligen Staatsrat Ralf Kleindick trafen, der die Hamburger Klage hier einst vorbereitet hatte. Heute muss er als Staatssekretär im Bundesfamilienministerium nun die andere Seite vertreten. Und jetzt weitere Nachrichten und die hat Jens Riewer. Danke, Jens. Und wir machen weiter mit einem Fall, der uns hier im Hamburg-Journal in der Redaktion sehr bestürzt hat. Der Angriff auf unseren Reporterkollegen Karaman Yavuz. Heute hat der Deutsche Journalistenverband diesen Angriff verurteilt und sich besorgt gezeigt über die Drohungen gegen den Journalisten. Unser Reporter war ja am Freitagabend in Ottensen von einem Mann zusammengeschlagen worden. Der Übergriff steht offenbar in Zusammenhang mit der NDR-Berichterstattung über einen jungen Islamisten aus Altona, der in Syrien ums Leben gekommen war. Denn doch, wir sind bestürzt über diesen Angriff auf unseren Kollegen und damit auf unsere Arbeit. Beim HSV hat sich heute jemand als engelsgleicher Fan geoutet. Ein Landwirt, Helmut Bohnhorst nämlich. Der hat für 4 Millionen Euro Anteile an der HSV Fußball AG gekauft. Sein Einstieg liegt zwar schon ein paar Wochen zurück und eigentlich wollte er anonym bleiben. Aber Bohnhorst, der mit seinem Verein leidet, will so ein Zeichen im Abstiegskampf setzen. Das sollten die Profis am kommenden Wochenende in Bremen auch tun. Um nichts weniger als die politische Zukunft der Stadt geht es in diesen Minuten beim SPD-Parteitag in Hamburg. Wo heute nach den Grünen, die ja schon am Sonntag zwar mit einigem Murren, aber immerhin doch ihre Zustimmung zum Koalitionsvertrag gegeben hatten, ja nun die Genossen dran sind. Jürgen Heuer, wie ist die Abstimmung gelaufen? Ganz genau, herzlichen Dank, Jürgen Heuer. Und Jürgen, du führst dann ja morgen auch durch die Sondersendung aus dem Rathaus live von 15.15 Uhr bis 16 Uhr hier im NDR Fernsehen. Jetzt noch einmal weitere Nachrichten von Jens Riewer. Danke, Jens. Und falls Sie nicht nur Ihre lange Museumsnacht planen, sondern auch schon Ihren Sommer, dann hätten wir da was für Sie. Wir gehen nämlich wieder auf Sommertour, gemeinsam mit NDR 90,3 und das schon zum 4. Mal. Wann und wohin es diesmal geht, das erfahren Sie jetzt. Ja, und welche Künstler Sie dann in welchem Stadtteil erleben, das erfahren Sie hier in den kommenden Wochen. Jetzt zu einem Hamburger Musiker, der schon ganz viel hatte. Den Vertrag bei einer großen Plattenfirma, Fernsehauftritte und sein Album hat es in die Top 40 geschafft. Eigentlich hätte er einfach so weitermachen können, will er aber nicht. Denn ihm soll keiner mehr reinreden. Er will unabhängig Musik machen und anbieten. Sowas muss man natürlich finanzieren können. Deshalb setzt Jan Sievers jetzt auf Crowdfunding, auf viele kleine Spender, also die sein Projekt unterstützen. Ja, Glückwunsch. Und jetzt versucht eine NDR-Moderatorin, Menschen zu überreden, nicht für sie zu spenden, aber immerhin sie mitzunehmen. Und sie heftet sich einen ganzen Tag lang an ihre Fersen. Tja, klingt sehr spannend. Und Anke Harnack, die hat heute einen Franzosen getroffen, der normalerweise ganz naiv Fragen stellt, die manche dann aber ganz schön alt aussehen lassen. Ja, danke. Wir versuchen das. Merci. Hier geht's jetzt weiter mit der Tagesschau. Danach Visite und ich freue mich nachher direkt nach dem Tatort nochmal auf Sie in den Weltbildern um 23.30 Uhr. Ein Thema noch wenigstens? Ja, es geht um Griechenland und Menschen, die nicht mehr wissen, wie sie zum Arzt gehen sollen, weil sie keine Krankenversicherung mehr haben. Unbedingt reinschauen und morgen die Sondersendung 15.15 Uhr aus dem Rathaus. Bis morgen. Schönen Abend. Tschüss.